Es ist eine funkelnde Glitzerwelt, in der die Stars der RTL-Tanzshow Let's Dance jeden Freitagabend über das Parkett schweben. Perfekte Outfits, perfektes Make-up, perfekte Haare, alles nur perfekte Illusion? Jetzt ist klar, da wird gefaked, was das Zeug hält. So schummeln die Macher von Let's Dance hinter den Kulissen. Maskenchefin Chrissy van der Wieven verrät, die tollen Haare, die die Promi- und Profidamen auf der Bühne tragen, sind zum großen Teil gar nicht echt. Jeder hat hier eigene Extensions und einen eigenen Beutel mit Namen drauf. Das ist schon einiges, sagt sie. Wenn ich das in Meter rechnen müsste, könnte ich das gerade gar nicht, weil es so viel ist, erklärt die Make-up-Artistin und Hairstylistin. Sie ist mit ihrem Team von 17 Profis für die Looks der Let's Dance, Promis und Tänzer zuständig. Stylistin Chrissy van der Wieven verrät, Let's Dance, Tricks. In den Shows sieht dann einfach nur alles unfassbar perfekt und echt aus. Aber wie bekommen Chrissy van der Wieven und ihr Team diese perfekten Looks eigentlich hin? Wir haben ja immer unseren Vorspandreh. Da bestimmten wir die Haarfarbe und dann kaufen wir die Extensions, damit wir genau auf die exakte Haarfarbe alles da haben zur Kennenlernshow, verrät die Stylistin. Und dann beginnt die Arbeit Woche für Woche von neuem. Nach der Show ist vor der Show. Die Looks mache ich Woche für Woche neu. Ich bekomme gesagt, was sie tanzen. Welches Lied, welches Kostüm. Und dann mache ich den Kopf dazu, sagt Chrissy van der Wieven. Die ist inzwischen ein alter Hase, wie sie verrät. Ich mache das jetzt 12 Jahre lang und habe gelernt in den Jahren. Anfangs kannte ich mich mit Tanzen überhaupt nicht aus. Ich wusste auch nicht, dass man bei bestimmten Tänzen die Halslinie sehen muss. Da darf man keine offenen Haare machen, sonst meckert der Yambi. Bei einem Walzer ist das zum Beispiel so. Let's Dance, Stylistin verrät ihren Albtraum. Und was kann die Frau für den perfekten Look sonst noch so für Geheimnisse ausplaudern? Zum Beispiel das, es wird alles geschminkt. Wir schminken nicht nur das Gesicht, wir schminken den Hals, den Körper, die Beine. Bei uns wird alles mit Body-Make-up besprüht. Jeder Kratzer am Bein, jeder blaue Fleck vom Training wird kaschiert für ein makelloses Aussehen in den großen Live-Shows.